Vorarlberg Live am Donnerstagabend. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Tauwetter ist übers Land gezogen, der Schnee schmilzt und gleichzeitig hat die Bundesregierung wahrscheinlich heute Nacht einen ihrer kältesten Momente gezeigt. Die Abschiebung von 3 Schulkindern nach Armenien bzw. Georgien sorgt für Streit, auch innerhalb der Bundesregierung. Auch in Vorarlberg regiert die ÖVP mit den Grünen. Auch hier haben sich die Grünpolitiker jedenfalls klar geäußert. Jetzt ist bei Vorarlberg Live auch Landeshauptmann Markus Wallner. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und lassen Sie uns auch mit diesem Thema des Tages beginnen. War das, was heute Nacht in Wien passiert ist, war das richtig und tragen Sie die Abschiebung auch mit? Naja, die Frage ist vielleicht weniger, was man jetzt mittragen kann oder mittragen soll. Es ist sicher in erster Linie auch eine rechtsstaatliche Fragestellung. Ich kenne den Fall jetzt nicht im Detail, aber ich gehe mal davon aus, dass hier nichts Unrechtes passiert. Bei einer moralischen Betrachtung der Dinge kommt man natürlich ins Schwanken in dem Zusammenhang und weiß, dass die Dinge nie einfach sind. Auch wir haben in Vorarlberg immer auch Situationen erlebt, wo Abschiebungen rechtsstaatlich richtigerweise gemacht werden mussten, aber natürlich eine große Welle an Anteilnahme oder Emotion bis zu Protest auch schon hervorgerufen hat. Das ist immer eine Sache, die wirklich schwierig in der Beurteilung ist, das muss ich schon dazu sagen. Das fällt, glaube ich, niemandem leicht, aber nach meinem Informationsstand war es zuletzt das Ergebnis eines Höchstgerichtsurteils, das die Polizei auch zu vollziehen hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das richtig oder falsch, aber wenn die Höchstgerichte am Ende entscheiden, ist auch klar, dass etwas vollzogen werden muss. Und da ist der Spielraum eben sehr eng geworden. Wenn einem das nicht unbedingt so behagt, dann muss man darüber reden, wie die rechtsstaatlichen Instrumente sind oder gegebenenfalls, ob auch gewisse Spielräume im Sinne von humanitären Beurteilungen möglich sind. Da hatten wir früher beim humanitären Bleiberecht, es ist einige Jahre her mittlerweile, etwas mehr Spielraum bei den Bezirkshauptmannschaften, bei den Ländern, auch andere Gesichtspunkte wie die reine rechtsstaatliche Entscheidung mit ins Kalkül zu ziehen oder mit in die Betrachtung zu ziehen, ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Da ging es dann auch um die Frage, sind es Kinder, sind Frauen dabei, wie hoch ist der Grad der Integration wirklich, was ist für eine Geschichte dahinter. Also solche Dinge konnten wir früher etwas besser sozusagen mit in die Beurteilung ziehen. Das ist aber seit einiger Zeit nicht mehr möglich. Und es gab auch schon die letzten Jahre einen ganz eindeutigen Trend, schon bei den Vorgängerregierungen, muss ich fast dazu sagen, geht zurück bis auf die SPÖ-Konstellationen. Dort wurde Jahr für Jahr systematisch diese Betrachtung humanitäres Bleiberecht der Länder immer mehr deutlich eingeengt, sodass wir auch am Schluss kaum mehr Spielraum hatten. Im Jahr 2014 konkret wurde das abgeschafft, auch unter einer SPÖ-geführten Regierung. Sie haben immer mal wieder bei solchen Fällen auf die Möglichkeit der mittelbaren Bundesverwaltung, also dass ein Mitspracherecht der Länder jedenfalls gegeben sein sollte. Das heißt, diese Forderung wird erneuert, das sollte wieder zurück näher zu den Ländern, dort, wo die Entscheidungen auch fallen sollten oder wo auch diese Menschen dann leben, sich integrieren sollen, zurückkommen? Es gibt einen speziellen Punkt dabei. Ich meine, man muss das ganze Verfahren kennen. Ich bin jetzt schon der Meinung, dass die Höchstgerichte natürlich das Letzturteil fällen müssen in diesem Zusammenhang. Man kann nicht jede Entscheidung der Politik alleine einfach übertragen und auch gut dünken und auch wohlwollend entscheiden. Man muss das schon auch rechtsstaatlich ordentlich machen. Aber es gehört auch dazu im Leben, dass man auch lösen und binden kann und in speziellen Konstellationen eine spezielle humanitäre Sichtweise einbringen kann. Ich kann mich erinnern, dass wir in vielen solchen Fällen, gerade mit den Bezirkshauptmannschaften, noch unter Landesrat Schwärzler war das wirklich ein großes Thema, immer wieder auch den Einzelfall, bevor es zur Abschiebung kam, noch einmal anschauen konnten, auch rechtlich noch einmal anschauen konnten und uns auch, wenn wir es für richtig gehalten haben, dafür eintreten konnten, dass man vielleicht nicht abschiebt, wenn es wirklich gut begründbar war. Aber es war klar, dass das nicht eine freie Entscheidung einfach sein kann, sondern nach bestimmten Kriterien muss vorgegangen werden. Auch wir kannten solche Fälle. Gerade die Frage, wie geht man mit Kindern um, mit Jugendlichen um, wie schauen die Begleitungen aus, wie sind die Umstände dazu oder auch Krankheiten, ähnliche Dinge. Auch ein bestimmter Grad an Integration. Wir hatten über die Bürgermeister auch Möglichkeiten, einfach auch örtliche Sichtweisen mit einzubringen. Da wurde mancher Fall dann am Ende auch, ich würde sagen, humanitärer gelöst, das stimmt. Aber auf dem kurz zu bleiben, wenn Sie gerade ansprechen, nach dem Motto, früher hätte ich den Erich Schwärzler angerufen und der hätte das gerichtet, es gab ja einige solcher Fälle, wo dann politisch entschieden wurde. Im vorliegenden Fall ist vor allem dieses Schicksal des 12-jährigen Mädchens beleuchtet worden, die ja allein die Tatsache, dass sie ins Gymnasium geht und ihre Mitschüler auch für sie eintreten,
deutet ja darauf hin, dass da nicht alles in der Integration wahrscheinlich schiefgelaufen ist, das euphemistisch gesagt. Deutet das darauf hin, dass Sie da anklingen lassen, in Vorarlberg hätte man so einen Fall mutmaßlich anders gelöst? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir es anders lösen hätten können, weil uns das Gesetz damals auch bei der Frage Bleiberechtsentscheidung, humanitäre Gründe, ganz klare Richtlinien vorgegeben hat. Man konnte nicht ganz frei entscheiden, über all die Jahre hinweg nicht, aber es war mehr Spielraum da wie heute, das stimmt. Und gerade wenn es um Kinder geht und die Frage, wie integriert sind die, dann glaube ich, hätten wir auf jeden Fall noch einmal genauer hingeschaut und möglicherweise anders entschieden. Das ist jetzt von Vorarlberg aus schwierig zu beurteilen, wenn man den Einzelfall ganz genau kennen muss und auch die Urteile dazu kennen muss. Aber es ist schon richtig, es gibt einen systemischen Unterschied. Wir hatten früher immer mehr eingeengt, aber doch dann und wann die Möglichkeit, humanitär noch einmal genauer hinzuschauen. Und ich bin äußerst sensibel, wenn es um die Frage von Kindern geht. Rechtsexperte Peter Busjäger, den wir ja auch als VN-Kolumnisten, aber natürlich auch vom Föderalismus-Institut Uni Innsbruck sehr gut kennen, sprach von einem besonderen Fall. Aufgrund des langen Aufenthalts der Zwölfjährigen sei diese Tragik entstanden. Rechtlich eindeutig, das müsse man sagen, aber sehr tragisch und natürlich durch diese lange Verfahrensdauer auch bedingt. Dauern die Verfahren grundsätzlich zu lang nach wie vor? Altes Problem. Also das war immer schon so, dass natürlich über die Jahre hinweg oft auch feststellbar ist, dass die Integrationsfortschritte natürlich zunehmen. Das geht ja gerade bei Kindern und Jugendlichen oft wahnsinnig schnell. Die sind integriert im Kindergarten, in der Schule. Da gibt es große Fortschritte. Und dann werden die Verfahren irgendwann rechtsstaatlich schon ordentlich zu Ende gemacht. Da wird der Kollege Busjäger recht haben. Ich glaube, da wird man keine großen Fehler erkennen können. Nur kommt man halt Jahre danach mit einer Urteilsentscheidung daher, wo viele Integrationsschritte dazwischen liegen. Und wenn die nachweislich so waren, sozusagen, und es auch belegbar ist und nicht nur ein Schmäh, sondern wirklich belegbar ist, dann hatten wir früher die Möglichkeit, das einzubringen, gerade bei den Kindern. Da war das immer eine ganz wichtige Frage. Und in der Schule kann das schnell gehen. Das wissen wir, wenn Kinder in der Schule integriert werden, und auch unterstützt werden, dann kann das oft in ein, zwei Jahren völlig anders ausschauen. Schicksale von Kindern sind das, was auch immer dann für breite Öffentlichkeit sorgt und berührt. Das ist in Wien jetzt bei der Abschiebung so. Das ist nach wie vor in den Flüchtlingslagern an den Grenzen zu Europa, auf den griechischen Inseln so. Die Bundesregierung hat sich da in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gerade mit Nächstenliebe berühmt gemacht. Ist die Bundesregierung zu kalt in solchen Fragen? Fehlt das menschliche Element? Es sind zwei verschiedene Dinge. Also ein Abschiebungsverfahren mit einem rechtsstaatlichen Urteil dahinter, da hat letztlich auch die Bundesregierung dann nicht allzu viele Möglichkeiten, außer sie würde wieder in die Gesetzgebung hineinschauen und überlegen, wo man humanitäre Gesichtspunkte besser zur Geltung bringen kann. Das wäre zu diskutieren, egal jetzt ob auf Länder- oder Bundesebene. Das ist ein eigener Gesichtspunkt, ob man das einbringen kann. Und die Frage, wie man mit Flüchtlingslagern sozusagen an den Toren vor den Türen Europas umgeht, die stellt sich ja mittlerweile nicht nur in Lesbos, sondern auch überhaupt in anderen Lagern in Griechenland auch, aber mittlerweile auch darüber hinaus. Also wir stellen jetzt schon fest, dass wir, glaube ich, in dieser ganzen Frage der Asylkrise absolut nicht von einer wirklich guten Lösung sprechen können, sondern dass wir im Gegenteil feststellen, vielleicht etwas überdeckt durch die Pandemie im Moment, aber das Thema wird kommen, dass wir vor den Türen Europas wieder neue Lagerbildungen haben, wo die Leute einfach hängen bleiben und da sind Kinder dabei, da sind natürlich auch Familien dabei, da sind alle möglichen Gruppen mit dabei und dass dort oft auch Zustände herrschen, wie man sie jetzt täglich im Fernsehen ja auch sehen kann, nicht nur in Lesbos, die natürlich schwer zu nachdenken geben. Und da die Frage ist, wie lange kann Europa zusehen, dass dort Verhältnisse herrschen, die eigentlich tief unmenschlich sind. Ich meine, das Mindeste, was man tun kann, wenn man schon keine rechtlichen Lösungen anbieten kann, ist, dass dort, man sagt es immer wieder, natürlich für wesentlich bessere Bedingungen gesorgt werden muss. Dass das irgendwie schleppend geht und nicht wirklich zum Ergebnis kommt, ist eigentlich sehr, sehr unbefriedigend und deutet nicht darauf hin, dass hier eine konzentrierte europäische Koordinierung überhaupt stattfindet. In diesem reichen Europa müsste es auch möglich sein, auch an den Toren Europas Bedingungen zumindest so anzubieten, dass sie nicht diesen Grad an Unmenschlichkeit haben wie jetzt. Dann kommt sofort immer die Gegenfrage, Menschen aber aufzunehmen, auch unbegleitete Minderjährige in Vorarlberg aufzunehmen, wäre das eine Möglichkeit? Ich wollte immer genau wissen, was wir tun in dem Zusammenhang und war auch in der Frage durchaus kritisch, das gebe ich zu, weil ich gesagt habe, wir lösen auch was aus. Ein Blick an diese Grenzen, an die Außengrenzen Europas zeigt, dass wir hier nicht nur mit ein paar Aufnahme von ein paar Kindern oder
Personen ein Problem alleine lösen werden können, sondern dass wir die Frage lösen müssen, wie ist ein geordneter Zuzug überhaupt denkbar? Wie werden diese Verfahren abgewickelt und welche Bedingungen sind an solchen Lagern? Die wird es wahrscheinlich immer auch geben. Wie sind die Bedingungen dort zu verbessern? Aber es muss uns auch klar sein, es kann natürlich ein Umgehen des Asylrechts auf diesem Wege, zumindest wenn es dann im größeren Umfang stattfinden würde, eigentlich auch nicht der Ausweg sein. Wenn man sich auf eine gemeinsame Aktion, eine Hilfestellung verständigen könnte in ganz Europa, glaube ich, müsste man prinzipiell zugänglich sein. Die Pandemie überlagert derzeit alles. Sie soll auch Thema in diesem Gespräch sein. Vorarlberg ist in den letzten Tagen, das dauert schon so ziemlich genau eine Woche, auf eine relativ hohe Inzidenz geschnellt, wieder auf 180 zurück. Zu tun hat das, darüber haben auch die VN in den vergangenen Tagen geschrieben, mit einer Nachmeldung. Es wurden bei der AGES am 13. Januar, glaube ich, oder kurz danach ordentlich Fälle nachgemeldet. Diese Inzidenz soll nun quasi wieder automatisch in den nächsten Tagen wieder herunterfallen, weil diese Fälle dann weiter als eine Woche zurückliegen. Wieso kommt es immer wieder zu diesen Nachmeldungen und was ist darunter zu verstehen? Das kann man da gut begründen. Da gibt es ein privates Labor, das sehr gute Arbeit macht, aber wo die Schnittstelle zur AGES nicht vorhanden war, die technische Schnittstelle, und jetzt eine Nachmeldung erfolgt ist, über 300 Fälle auf einen Schlag sozusagen, das schiebt die Inzidenz natürlich schlagartig nach oben. Wir raten in unseren Daten im Land immer eine deutlich geringere Inzidenz, weil diese Fälle bei uns eingeflossen sind. Das heißt, wir hatten einen ganz genauen Überblick, was passiert. Aber die Schnittstelle zur AGES in Wien, wo eine Einmeldepflicht auch besteht über das EMS-System, die hat offenbar bei dem privaten Labor, die sonst gut arbeiten, einfach ein paar Wochen gedauert. Und mir ist dann mitgeteilt worden, da gibt es eine größere Nachmeldung auf dem Dashboard von Wien, sozusagen auf der AGES. Bei unseren eigenen Daten war das immer sichtbar. Wir sind im Moment real sozusagen, wenn das dann wieder korrigiert ist, etwa bei 127 im Moment, was übrigens immer noch zu hoch ist. Eben, da wäre die nächste Frage, was geht? Wir sind im Lockdown. Es ist ein sogenannter harter Lockdown, wobei die Mobilitätsdaten auch zeigen, die Leute sind schon unterwegs. Wir bewegen uns nach wie vor. Die Einschränkung ist nie mehr auf dem Niveau, wie sie auch beim ersten Lockdown war, wo die Zahlen sehr, sehr viel niedriger waren. Kommen wir aus dieser Seitwärtsbewegung heraus? Geht es überhaupt noch tiefer? Na, ich hoffe schon, aber es ist nicht unbedingt einfach, ja, weil die Leute natürlich auch pandemiemüde werden. Ich habe schon den Eindruck, es verlagert sich manche ins Private. Ich stelle jetzt nicht große Feierlichkeiten fest. Ich glaube, die Leute sind tendenziell vorsichtiger geworden, aber es findet natürlich statt. Die Gastronomie ist gesperrt, die Hotellerie ist zu, der Handel ist immer noch zu im Moment. Man kann sich schwer außerhalb bewegen, außer mit einem Spaziergang oder ein bisschen Skifahren. Viel mehr ist nicht möglich. Man sollte nur eine Person aus einem anderen Haushalt treffen. Das wird, glaube ich, gar nicht so schlecht eingehalten, habe ich den Eindruck. Aber in Summe sind die Leute natürlich dieser Regelungen überdrüssig und hoffen auf Öffnung und natürlich auch auf ein Runtergehen der Inzidenz. Wir sind jetzt bei den täglichen Neuinfektionen bei einer Größenordnung von 60 bis 80 Infektionen am Tag. Wenn man das auf die 7-Tage-Inzidenz umrechnet, kommt man auf 127 in der 7-Tage-Inzidenz. Aber wir müssen zum Beispiel wissen, wenn wir auf unter 50 kommen wollen, dann brauchen wir eine Größenordnung von 28, 29 Fälle pro Tag. Das wäre eigentlich praktisch nichts nach unseren Begriffen heute. Es gab schon Zeiten, wo wir das für sehr hoch empfunden haben. Aber 20, 25, 28 Fälle pro Tag. Und dann wären wir immer noch knapp am Risikogebiet nach europäischer Betrachtung. Dann betritt immer noch kein Gast dieses Land, das muss man wissen. Dann sind die Grenzen nach wie vor mit gewissen Blockaden versehen. Also das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir sollten eigentlich noch tiefer sein, wenn man zum Beispiel die Fragen des Tourismus diskutiert. Das heißt, da ist schon noch ein ordentlicher Weg vor uns. Und jetzt kommt dazu, dass wir nicht wissen, zur Stunde ist noch nicht der Fall, aber es ist in Österreich überall erkennbar, dass irgendwelche Mutationen auftauchen, die natürlich auch für eine gewisse Unruhe sorgen und wo uns die Experten einmal mehr sagen, bei zu schnellen Öffnungen könnte das ein rapides Ansteigen bedeuten in wenigen Wochen. Man kann es in manchen Ländern beobachten, wie Großbritannien oder Irland oder auch Südtirol. Da hat es innerhalb von weniger Wochen zu wirklich abermals, muss man sagen, man glaubt es ja kaum, aber abermals zu echt gravierenden Verschlechterungen geführt und wieder zu Belastungen im Spital und. Also ich meine, wir kennen das jetzt alle. Insofern glaube ich, man muss öffnen, aber man muss wirklich vorsichtig sein die nächsten Wochen und auch einen gesicherten Überblick darüber bekommen, was in Vorarlberg los ist mit diesem britischen Virenstamm oder mit der Mutation. Da ist Gott sei Dank bis jetzt nichts feststellbar, aber wir haben noch keine gesicherten Daten dazu.
vor der Pandemie und auch vielleicht als der Frankenkurs noch anders war, da ist man zum Einkaufen oder zum Schwimmen nach St. Gallen gefahren. Also so weit ist das nicht. In St. Gallen sind heute an einer Schule mindestens 2 oder ich glaube 3 Fälle von mutierten Viren festgestellt worden. Also durchaus, die Einschläge werden immer näher, sozusagen kommen immer näher. In Vorarlberg gibt es derzeit Verdachtsfälle für die britische oder für die südafrikanische Mutation? Wir sind jetzt umgestiegen im System. Wir haben seit gestern alle Neuinfektionen, die positiv sind im Test, also im PCR-Test, ungefähr 70 pro Tag, die geben wir weiter an ein Labor nach Salzburg und lassen diese alle sozusagen einen zweiten PCR-Test auswerten und dann auch sequenzieren, einen Teil davon, sodass wir, ich meine, die nächsten Tage einen besseren Überblick bekommen. Die bisherigen Verdachtsfälle waren alle in Ordnung sozusagen. Da ist kein anderer Virus, keine andere Mutation mehr aufgetaucht. Aber man muss da schon sehr vorsichtig sein. Eigentlich sagen uns alle, es ist eine Frage der Zeit, weil es wird ja im Umfeld spürbar, dass diese Mutationen auftauchen und dass sie dort verbunden damit Öffnungen schon zu einem schnellen Anstieg führen können. Insofern ist Vorsicht schon angesagt. Diese andauernden Aufrufe zur Vorsicht, dieses Tapfersein, dieses Durchhalten, diese Disziplin, das, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen in Ihrem Bekanntenkreis geht, aber auf gut vorarlbergerisch, das zipft viele enorm. Es ist unglaublich schwierig. Die geschlossenen Schulen sorgen für Dauerbelastungen, auch in Familien. Wie lange ist das noch der Bevölkerung zumutbar? Es wird schon immer schwieriger. Insofern würde uns das Impfen eine Perspektive geben, wenn die Lieferungen passen. Dort tun wir alles, dass wir gut vorbereitet sind. Wir können sehr schnell, wenn der Impfstoff kommt, ich würde sagen, wenn es sein muss, ganz Vorarlberg impfen. Sie sagen immer, man kann ganz Vorarlberg in 5 Tagen impfen, möglich, aber da fehlt ja der Hinweis, dass man impfen nur kann, wenn Impfstoff da ist. Ja, natürlich. Wenn der Impfstoff geliefert wird, dann wären wir sehr schnell. Ich bin nur in der Aufgabenverteilung ziemlich genau und sage, okay, unsere Aufgabe ist es, das überhaupt tun zu können. Ich hatte gerade gestern ein Telefonat mit einem sehr bekannten Vorarlberger und Medikamentenerfinder in der USA, der mir gesagt hat, naja, Impfstoff gibt es in der USA genug, aber die Logistik funktioniert nicht. Wir bringen das nicht an den Mann, an die Frau, da klappt gar nichts. Er beneidet Vorarlberg um die Test- und Impflogistik, weil wir ja doch in wenigen Tagen sehr weit kommen könnten. Habe ich gesagt, ja, was etwas schlimmer ist, wir sind zwar schnell beim Impfen, wenn es sein muss, aber uns fehlt der Impfstoff. Andere haben den Impfstoff und bringen es nicht raus. Also es gibt offenbar alle Art von Problemen in dem Zusammenhang. Aber wir sind natürlich 1:1 abhängig von der Lieferung von Impfstoff. Das ist richtig. Und da kann man als kleines Land auch sehr wenig bewegen. Was ist Ihre Analyse der Situation? Bisher war es ja der Bund, das war auch eine schöne Schlagzeile, der Bund soll Impfstoff liefern, wir impfen. Jetzt hört man immer öfters vom Bund, naja, irgendwie alle jammern, also es liegt an der EU, nicht am Bund irgendwie. Also die Verantwortung geht jetzt eine Stufe weiter in Richtung Brüssel. Was ist Ihre Diagnose für den Moment? Warum sind wir jetzt in der Situation, in der wir sind? Wenn man die Inhalte der Verträge im Detail nicht kennt, wird man sich für eine Gesamtbeurteilung schwer tun. Aber natürlich, nach meiner Vorstellung, an sich ziemlich logisch, funktioniert aber nicht so, wie ich es will, ist das eigentlich klar. Wer im Großen einkaufen kann, ist nur die Europäische Union und die Staaten dahinter. Dass ein Mitgliedstaat wie Österreich dort dazuschauen muss, ist für mich klar. Das muss europäisch einfach koordiniert werden. Und es war von Anfang an ausgemacht, dass wir Bundesländer oder noch kleinere Einheiten jedenfalls nicht selbst in Impfstoffbeschaffungen hineingehen, weil wir dort noch weniger erreichen können. Das ist eigentlich logisch. Wenn ich im Großen einkaufen kann, bekomme ich im Regelfall größere Mengen, auch einen besseren Preis. Und es wäre zu erwarten gewesen, muss ich mittlerweile sagen, dass das auch von den Staaten, aber auch in der Koordinierung von der EU wirklich in diesem Ausmaß wahrgenommen wird. Wir alle kennen diese Verträge nicht wirklich. Jetzt muss ich dazu sagen, dass es, glaube ich, beim ersten Impfstoff BioNTech-Pfizer prinzipiell diese Mengen sind, mit Einschränkungen, aber prinzipiell diese Mengen sind, von denen man auch geredet hat. Dass der moderne Impfstoff sehr langsam kommt, war eigentlich auch klar. Ist da Österreich bin ich aber auch relativ egal, weil es relativ wenig bestellt hat von Stimmt. Stimmt. Modern. Die Hauptlast genau. liegt auf AstraZeneca und dort so ist völlig es. Unklar die Zulassung. Genau. Die genau. Deutschen sagen heute, die ständige Impfkommission von 18 bis 65 soll dieser Impfstoff zugelassen werden. Das wäre für Österreich auch eine schlechte Nachricht, weil ja die Hauptlast der Impfungen durch diesen AstraZeneca-Impfstoff getragen werden hätte. Es stand gestern ungefähr 50-50 in der Frage, gibt es eine volle Zulassung oder eine Teilzulassung? Ich glaube, was für die Menschen auch wichtig ist, ist zu wissen, dass diese Frage nicht unbedingt die Qualität eines Impfstoffs beurteilt, sondern die Testergebnisse dahinter.
Der Grund, warum nur eine Teilzulassung kommen könnte, ist, dass in höherem Alter einfach weniger Testschleifen noch da sind, weniger Leute getestet wurden. Und das ist auch das Ergebnis eines sehr strengen Zulassungsverfahrens. Es wird Länder geben, wo man das längst freigegeben hätte. An sich ist das okay. Ich sage eine besondere Sorgfalt, besondere Qualität, ordentliche Testreihen bis auch ins hohe Alter. Da muss man nicht dagegen sein. Die Europäische Union macht das prinzipiell richtig, was die Zulassung angeht. Und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man in dem Zusammenhang qualitätsvoll und streng ist. Das ist, glaube ich, schon richtig. Wir wollen nicht irgendeinen Billigimpfstoff mit schlechter Qualität. Wir wollen was Gutes für die Bevölkerung haben. Immerhin ist das Impfen ein starker persönlicher Eingriff, auch in die eigene Gesundheit. Und da muss auch jeder wissen, dass man sich auf Europa verlassen kann. Dieser Teil des Themas, glaube ich, wird an sich gut gelöst. Weil es ist nicht leicht, in Europa eine Zulassung zu bekommen. Es ist ein strenges Regime dahinter. Und darauf bin ich auch als Bürger stolz, dass man sich in Europa darauf verlassen kann. Aber ja, andererseits wissen wir ganz genau, wenn eine Teilzulassung kommt, der Impfstoff gilt vielleicht nur bis 65 Jahre hinauf, dann können wir natürlich impfen unter 65 und es wird auch dort Personen geben, die es dringend brauchen und bestimmte Berufsgruppen. Aber die kritischste aller Gruppen, nämlich die über 65-Jährigen, um nicht zu sagen auch die über 80-Jährigen, die würden wir dann in dem Moment natürlich nicht erreichen können. Und wenn gleichzeitig eine britische Mutation kommen würde und uns die Zahlen wieder verändert, dann muss uns allen klar sein, dass wir dann zwar Jüngere geimpft hätten, sicher auch wichtige Bevölkerungskreise, vielleicht auch wichtige Berufsgruppen damit einmal wieder erreichen könnten, aber dass wir bei der älteren Generation zu wenig Impfstoff hätten. Und das ist natürlich keine gute Nachricht. Ich würde mir wünschen, dass die EU bei aller Strenge auch mit einer gewissen Sicherheit dazu käme, zu sagen, wir machen eine Vollzulassung. Ich habe noch gestern Abend herum telefoniert, da stand es ungefähr 50-50 in der Frage. Heute gab es eine Aussage vom Robert-Koch-Institut, sehr renommiert in Deutschland, die eigentlich der Kommission empfohlen haben, nur bis zum Alter 65 zuzulassen, aus diesen Qualitätsgründen, weil eben zu wenig Tests vorliegen. Und da muss man sagen, dann werden wir auch mit der Situation umgehen müssen. Dann würde eine bestimmte Lieferung nach Vorarlberg auch kommen. Für die unter 65-Jährigen. Wir müssten noch einmal direkt in die Gesundheitsberufe hinein, in bestimmte Berufsgruppen, Risikopatienten allenfalls und dann etwas auch nach dem Alter natürlich vorgehen und halt weiter impfen. Ich bin der Meinung, natürlich nicht aufgeben. Jeder Impfstoff, der nach Vorarlberg kommt, wird verimpft nach wie vor. Jetzt waren die Zahlen aber so laut Dashboard, dass ich glaube, es war am Dienstag 13 Personen in Vorarlberg geimpft werden konnten. Das sind in Pfizer-Fläschli umgerechnet, wahrscheinlich zwei Ampullen aus einer sechs Dosen, aus einer sieben, hoffentlich so herausgezogen, weil ansonsten hätten wir wieder was wegwerfen müssen. Problematik ist ja tatsächlich die, dass die Menschen Hoffnung auf diese Impfung haben. Ein überwiegender Teil der Bevölkerung möchte sich impfen lassen, das zeigen auch neueste Umfragen. Bis wann ist denn für die Risikogruppen damit zu rechnen? Die Heime sind bis auf einen Termin, der am Samstag noch stattfinden wird, fast durch. Alle, die dort arbeiten und wohnen, haben eine Impfung angeboten bekommen. Aber wie geht es jenen, die zum Glück nicht im Heim wohnen, sondern zu Hause sind und über 80 Jahre alt sind? Es wird noch dauern. Also was wir jetzt wirklich fix überblicken, ist, dass wir alle, die in der ersten Schleife sozusagen waren, die eine Erstimpfung bekommen haben, auch die Zweitimpfung bekommen werden. Auch in der richtigen Frist dazu, maximal bis zu 4 Wochen. Das ist vertretbar. Das heißt, diese Gruppe werden wir immunisieren können. Das ist schon natürlich wichtig, weil es sind ungefähr 80% von Heimbewohnern dabei. Ich meine, dort hatten wir die größten Todesraten in ganz Österreich. Diese Gruppe können wir, glaube ich, auch rechtzeitig noch schützen, bevor vielleicht eine neue Infektionsrate wieder kommt. Das ist auch ein gutes Zeichen. Die Gesundheitsberufe in den Spitälern zum Beispiel, aber auch darüber hinaus im Pflegebereich, die werden auch ihre zweite Impfung bekommen. Das heißt, diese Gruppe wird immunisiert werden können. Ist ein entscheidender Fortschritt, wenn der Virus wieder käme, stärker in der Frage, was passiert beim Spitalspersonal, je mehr dort immunisiert sind, umso eher wird das System natürlich auch funktionieren, selbst wenn es schwieriger werden würde. Also ich halte das schon für wichtige Schritte, aber es geht mir natürlich in Summe viel zu langsam. Und dann würden wir die nächste Gruppe erst nehmen können, Februar, und dort erst nur ein paar hundert der über 80-Jährigen. Und in Wahrheit warten dort ungefähr 20.000, ein Teil davon jetzt in Pflegeheimen. Ich würde schätzen ungefähr 18.000 wahrscheinlich, 17.000, 18.000 Leute, über 80-Jährige in Vorarlberg. Außerhalb der Pflegeheime, die jetzt den nächsten Anspruch laut Impfplan auf diese Impfung hätten. Und dort können wir nur beginnen mit einigen hundert. Das ist keine gute Nachricht, aber da sind wir impfstofflieferungsabhängig. In Wahrheit wird es wohl so sein, dass das zweite Quartal hoffentlich einen deutlichen Aufschwung bringt.
Und jetzt, was entscheidet sich bei AstraZeneca? Sie Wenn haben das kommt, geht es ein bisschen besser. Jetzt auch immer wieder öfter persönliche Termine in Wien. Es wird nicht immer nur auf die Videokonferenz gesetzt. Auch nächsten Montag geht es wieder nach Wien für Sie ins Bundeskanzleramt. Wie ist Ihre Erwartung, wie sind die Signale, die Sie empfangen? Wird das mit diesem Impfstoffknappheit eine gewisse Zeit noch so bleiben? Ist eine zusätzliche Lieferschiene möglich? Kann man da noch nachverhandeln? Wird sich da was ändern oder ist das für die nächsten Wochen wahrscheinlich die Situation? Ja, man muss, glaube ich, ehrlicherweise sagen, das wird nicht so schnell besser werden. Also ich bin jetzt froh, wenn auf der Europäischen Union auch Österreich natürlich intensiver tätig wird, diese Verträge alle sehen will, volle Transparenz her muss. Ich glaube, man muss sich auch vom Hersteller in der Frage nicht alles gefallen lassen, sondern muss auch wissen, dass Lieferverträge einzuhalten sind. Ja, wir stellen natürlich auch fest, möglicherweise auch ein Seitenaspekt des Brexits, dass es in Großbritannien zum Beispiel funktioniert. Jetzt wissen wir, dass AstraZeneca eine britisch-schwedische Mischung ist, sozusagen im Unternehmen, und dass in Großbritannien auch produziert wird. Aber Großbritannien hat offenbar kein Interesse daran, auch nur eine einzige Dose, die in Großbritannien auch hergestellt wird, irgendwie nach Europa, sofern man jetzt Großbritannien dort nicht mehr dazu zählen will, zu liefern. Also wir spüren da eigentlich schon erste Probleme in dem Zusammenhang. Jetzt könnte man sagen, im Moment zum Vorteil von Großbritannien, aber vielleicht trifft man sich zweimal im Leben. Aber das stellen wir auch fest. Also das sind Effekte, die auch in dieses Thema hineinreichen. An sich müsste ja die Zusammenarbeit EU und Großbritannien, wo dieser Hersteller große Produktionsanlagen hat, natürlich wesentlich besser funktionieren. Das Gegenteil ist im Moment der Fall. Da wird nichts exportiert, sondern es wird alles in Großbritannien bleiben. Und die werden demnächst mit AstraZeneca, glaube ich, ganz gut mit dem Impfen beginnen können, je nach Zulassung. Das werden die kommenden Tage zeigen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch im Studio. Es sind unsichere Zeiten. Danke für die Einladung. Und damit kommen wir zu Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Sie hat ein wahres Superministerium unter sich und dennoch wird aktuell alles der Pandemie untergeordnet. Wo steht der Klimaschutz aktuell? Wie entwickeln sich Ihre Agenden weiter? Das und viel mehr besprechen wir jetzt. Frau Ministerin, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns bei Vorarlberg Live sind. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend allerseits und danke für die Einladung. Die aktuellen Ereignisse holen uns auch hier ein. In der Nacht auf heute gab es eine Abschiebung von 3 Schülerinnen nach Georgien bzw. Armenien, die auch innerhalb ihrer Partei, den Grünen, für sehr viel Kritik sorgt. Wie geht es Ihnen mit den Vorkommnissen heute um 5 Uhr? Es tut mir wahnsinnig leid, was diesen Kindern passiert. Weil was hier passiert ist, dass man Kinder, die in Österreich, teilweise in Österreich auf die Welt gekommen sind, die hier seit vielen Jahren leben, die Freundinnen haben, die in die Schule gehen, die gut integriert sind, in ein Land schicken, das sie teilweise nur aus Erzählungen kennen. Und es tut mir wirklich extrem leid, dass wir hier keine menschliche Lösung gefunden haben. Es ist so, dass offensichtlich einige in der ÖVP davon überzeugt sind, dass sie diese Bilder brauchen, um Wählerstimmen zu halten, um gewählt zu werden. Und ja, es tut mir leid, dass wir versucht haben, in diesen konkreten Fällen Lösungen zu finden, aber dass es nicht gelungen ist. Aus grünen Kreisen höre ich ja dann oft die Frage und je näher an der Basis umso öfters, wieso machen die Grünen da mit? Wir sind alle in der Politik, um für die Menschen, um in Österreich Dinge zu verbessern und das gelingt an sehr, sehr vielen Tagen und heute ist es nicht gelungen, aber wir kämpfen jeden Tag drum weiter. Vor ungefähr einem Jahr war das, als der Slogan war, das Beste aus beiden Welten, Politik aus beiden Welten, die diese Koalition zusammenführen sollte und wohl auch zusammengeführt hat. Haben die Grünen für die Klimapolitik ein bisschen zu viel geopfert? Nein, die Grünen sind eine Partei, die daran arbeiten, dass wir im Klimaschutz endlich diese Aufholjagd starten, die schon längst überfällig ist und die notwendig ist als Ergebnis der Politik der letzten Jahrzehnte. Die Grünen sind auch eine Partei, die sich jeden Tag auf allen Ebenen dieses Landes dafür einsetzen, dass wir sozial gerecht in Österreich zusammenleben, dass wir die Wirtschaft zukunftsfähig machen und dass wir die Menschenrechte in unserem Land hochhalten. Und darum kämpfen wir auf allen Ebenen. Haben Sie das Gefühl, dass innerkoalitionär Ihre Kritik gehört wird oder prallt die an der teflonartigen türkisen ÖVP ab? Ich glaube, hier muss man auch unterscheiden innerhalb der ÖVP. Ich weiß, es gibt sehr viele
Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, Vertreterinnen in den Gemeinden, auch Landesräte, Landesrätinnen bis hin zur Kirche, die diese Situation und das, was heute Nacht passiert ist, gleich sehen wie wir, gleich sehen wie ich. Es tut mir leid, dass sich da am Ende jetzt die Hardliner durchgesetzt haben, aber ich kann es nur noch einmal wiederholen, die aktuelle Situation tut mir leid, aber wir arbeiten weiter und auch Werner Kogler hat ja da schon konkrete Vorschläge gemacht. Wir wollen über Ihren Themenbereich hauptsächlich in diesem Gespräch reden und da ist in Vorarlberg natürlich das als auch als Wahlkampfarbeit gedachte neue Zugmaterial sicherlich unausweichlich. Die Talent-3-Garnituren, auf die sich nicht nur der Mobilitätslandesrat, Ihr Parteikollege Johannes Rauch, sehr gefreut hat und die mittlerweile zum Ärgernis für jeden geworden sind. Auch der Probebetrieb findet nicht einmal mehr statt. Zulassungsprobleme, wir haben uns auch heute noch einmal versichert, die Garnituren stehen immer noch am Abstellgleis. Wie lange schauen Sie da noch zu? Also ganz grundsätzlich möchte ich also auch hier damit starten, Vorarlberg ganz besonders ist ein Vorzeigeland im öffentlichen Verkehr. Und was hier in den letzten Jahren gelungen ist an Attraktivierung im öffentlichen Verkehr, gutes Service, gutes Angebot, ein Ticket, also Vorarlberg ist ja schon auch Vorreiter mit dem 365-Euro-Ticket. Das zeigt einfach, wenn der öffentliche Verkehr attraktiv ist, wenn der öffentliche Verkehr dann fährt, wenn ihn die Menschen brauchen, dann wird er angenommen. Und das ist ein riesiger Beitrag zum Klimaschutz. Dazu gehört natürlich auch, dass wir Infrastruktur entsprechend haben, dass wir das entsprechende, dass wir auch die Fahrzeuge haben, die modern und bequem und gut für die Menschen sind. Die Entscheidung zur Fahrzeugbestellung und jetzt auch zum Einsatz von Fahrzeugen liegt ja dann immer konkret bei den Eisenbahnunternehmen. Die Situation derzeit mit dem Talent 3, mein Wissensstand, tatsächlich der Probebetrieb ist derzeit unterbrochen. Das liegt daran, dass Bombardier Auflagen aus der Zulassung, aus dem Genehmigungsbescheid eigentlich nicht nachkommen konnte. Mein Wissensstand, die Zusicherung von Bombardier liegt vor, dass sie die fehlenden Unterlagen auch nachliefern und dann wird die Eisenbahnbehörde, in deren Verantwortung das auch ist, diese auch neu bewerten und dann die nächsten Schritte auch fahren lassen. Mit Ihrem Gefühl, mit Ihrer weiblichen Intuition, wird das noch was mit den Talent-3-Garnituren und dem Vorarlberger Nahverkehr? Der Vorarlberger Nahverkehr und die Sicherstellung des Nahverkehrs und einer guten Qualität im öffentlichen Verkehr, das ist allen Beteiligten das allergrößte Anliegen und wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungen, selbstverständlich. In Richtung Liechtenstein gedacht, da fiel ja das grenzverbindende oder verbindende, länderverbindende Projekt flach, tatsächlich dann flach für den Moment. Haben Sie dort noch Hoffnung, dass sich am Verkehr in Richtung Liechtenstein etwas bewegen wird oder müssen wir uns damit abfinden, dass dort einfach nichts geht? Also die Entscheidung in Liechtenstein, dass die Volksabstimmung so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, auch da hat mich sehr bedrückt. Das hätte ich mir anders gewünscht, das hätte sich Johannes Rauch anders gewünscht, das hätten sich auch viele Menschen in Liechtenstein anders gewünscht. Was aktuell passiert, ist, dass wir das Projekt, so wie es ist, natürlich aufgrund dieser Entscheidung nicht weiterverfolgen können, dass wir aber intensiv arbeiten, auch im Ministerium, im laufenden Austausch sind mit den Nachbarländern, also mit Liechtenstein, mit der Schweiz, um hier eine Lösung zu finden, eine Weiterentwicklung zu finden. Also wir fokussieren derzeit auf die Modernisierung der Bahnstrecke, aber es geht einfach darum, auch für diesen wichtigen Pendler-Pendlerinnen-Verkehr, für diese wichtige grenzüberschreitende Strecke auch eine gute Lösung zu finden. Und selbstverständlich arbeiten wir an allen Möglichkeiten, die wir hier haben, auch weiter. Und wenn Sie sich schon heute Abend die Zeit für uns nehmen, dann erlauben Sie, dass wir kurz durch alle diese Vorarlberger Themen zum aktuellen Stand durchhechteln. Der Bahnhof in Bregenz ist ja auch so ein Thema. Da sind die Verträge unterschrieben, die ÖBB sagt, jawohl, wir bauen einen neuen Bahnhof, eigentlich Freude aller Orten. Und der Bürgermeister sagt, eine Jahrhundertchance, wir müssen das aufschnüren, wir müssen das anders machen. Inwieweit kommen Sie der Stadt Bregenz da entgegen? Also wir haben tatsächlich, und das hat mich auch sehr gefreut, ja im letzten Jahr ein riesiges Bahnhofspaket für Vorarlberg auf den Weg gebracht. Und warum ist das so wichtig, dass Bahnhöfe wirklich attraktive Zentren sind im öffentlichen Verkehr? Das muss attraktiv sein in der Verbindung der verschiedenen Verkehrsmittel. Vorarlberg ist ein Radfahrland, das heißt, die Leute fahren mit dem Rad zum Bahnhof, steigen um.
Man muss einfach diese Verbindungen attraktivieren. Man muss Bahnhöfe zu attraktiven Knotenpunkten im öffentlichen Verkehr machen. Und da haben wir ein ganz großes Bahnpaket auf den Weg gebracht für Vorarlberg. Danke auch hier an die Kooperation mit dem Land, mit den ÖBB, mit dem Ministerium. Und da ist Bregenz ein ganz, ganz wichtiger Knotenpunkt dabei. Wir haben erstmals, also das auch jetzt, wir haben das jetzt im Rahmenplan verankert, also im großen Bahnausbaupaket für ganz Österreich. Auch das ein wunderschönes Ergebnis des letzten Jahres. Wir haben 2020 das größte Bahnausbaupaket auf den Weg gebracht, das Österreich jemals gesehen hat. Aber was heißt das jetzt konkret für Bregenz? Und für die konkreten Detailplanungen wird die ÖBB natürlich auch mit der Stadt Bregenz eng zusammenarbeiten und auch hier schauen, dass wir gute Lösungen finden. Und ich glaube, es ist auch schon ein Termin eingetaktet mit dem Bregenzer Bürgermeister. Also das heißt, da laufen Verhandlungen und es wäre durchaus vorstellbar, das Paket nochmal aufzuschnüren. Wir haben ein gutes Paket, das ja auch alle Parteien mitgetragen hat. Aber natürlich sind wir immer im Gespräch darüber, wie können wir Lösungen optimieren. Noch von der Schiene auf die Vorarlberger Straße, da gibt es Bewegungen im Bereich der S18, der Bodensee-Schnellstraße, wie sie heißt, zwischenzeitlich eigentlich eine Ortsumfahrung von Lustenau, wenn man so will. Wie sieht da Ihre Begeisterung für diesen Straßenneubau aus? Ist das ein halbherziges Weitertreiben oder macht die S18 Sinn? Die S18 ist ja ein Projekt, das, ich glaube, in Summe bald 30 Jahre alt ist. Und wo jetzt der Stand, wo stehen wir jetzt mit diesem Projekt? Die ASFINAG hat auf Basis der verschiedenen Varianten, die ja auch gemeinsam mit dem Land auch entwickelt vorgelegt wurden, eine Vorentscheidung getroffen für eine der Varianten. Die ASFINAG als die genehmigungsfähigste einschätzt, bis zu jeglichen weiteren Schritten sind dann auch unzählige Projektvorbereitungen. An diesem Vorprojekt arbeiten ja jetzt auch alle weitere Genehmigungsschritte etc. notwendig. Und da sind wir aber auch im laufenden Austausch mit den Vorarlberger Verantwortlichen. Also wenn auch von der Seite noch sozusagen weitere neue Varianten vorgelegt werden, werden wir das auch prüfen. Aber wie gesagt, die ASFINAG arbeitet jetzt einmal am Projekt, das am genehmigungsfähigsten scheint. Dieser Terminus am genehmigungsfähigsten heißt ja, dass es auch hier mit Gegenwind zu rechnen ist. Jetzt ist es noch gar nicht so lange her, dass Sie ja auch gegen große Infrastrukturprojekte demonstriert haben. Und das macht ja auch nicht nur die aktuelle Zeit, sondern auch gibt ja Sinn vor, dass vielleicht Straßenprojekte in Sachen Klimaschutz nicht immer den optimalen Output dann am Schluss haben. Glauben Sie daran, dass die S18 irgendwann D1 eröffnet wird oder ist das eher ein Projekt, das auf sehr wackeligen Beinen steht? Also das Konkrete, ich fange mit der großen Ebene an, ja. Die Frage, welche Infrastruktur wir bauen und warum wir Infrastruktur bauen, die hat verschiedene Dimensionen. Die hat die Dimension, Mobilität zu gewährleisten, die hat die Dimension für die Wirtschaft, die entsprechende Verbindung zu gewährleisten, aber die hat vor allem natürlich auch die Dimension, was heißt die Infrastruktur, die wir bauen für den Klimaschutz. Und wir wissen, wir haben im Verkehrssektor das größte Thema im Klimaschutz, das ist ein absolutes Sorgenkind, deswegen auch ganz viel Fokus in diesem Bereich. Und deswegen sind ja auch Entscheidungen gefallen, wie zum Beispiel im Waldviertel, also auf der anderen Seite Österreichs, wo es darum gegangen ist, was ist die beste Infrastruktur für dieses Land, für diesen Bereich. Und das muss man sich einfach wirklich Projekt für Projekt genau anschauen. Wie schaffen wir es, diese Ziele, klimafreundliche Ausrichtung des Verkehrssystems mit den Notwendigkeiten auch vor Ort unter einen Hut zu bringen? Und das machen wir einerseits in der Planung im Ministerium und andererseits dann auch im konkreten Projekt, um diese Pole unter einen Hut zu bringen. Unter einen Hut bringen müssen Sie auch ganz viele Interessen bei den Verkehrsverbünden, bei den etablierten Verkehrsverbünden, wenn es um diesen Plan, den Sie schon ansprachen, vom 1-2-3-Ticket geht. Jetzt aus Vorarlberger Perspektive, den Einser, den haben wir abgehakt, also nicht wir, sondern die Politik, auch maßgeblich unter grünem Einfluss, nämlich für 365 Euro pro Jahr quasi, wie es hier heißt, das Maximo-Ticket zu bekommen. Wenn jetzt Vorarlberg Ja zu diesem Ticket sagt, das tun ja nicht alle Bundesländer und die Tiroler auch, könnte man dann den Zweier in diesem 1-2-3-Ticket, also dass zwei Bundesländer zu einem Fixpreis möglich sind, auch dieses Jahr schon umsetzen? Das
muss ich denn in einem Punkt widersprechen. Jetzt sagen alle Bundesländer, das 1-2-3-Ticket ist eine grandiose Idee. Aber das 1-2-3-Ticket ist natürlich, das ist eine Revolution im öffentlichen Verkehr. Und wenn man sich anschaut, wie die Diskussion auch in Vorarlberg gelaufen ist bei der Einführung, da gibt es natürlich Sorgen. Da gibt es natürlich viele Fragen, die man klären muss. Also rechtliche Fragen, wie genau läuft der Vertrieb, wie genau wird was abgegolten etc. etc. Aber gerade am Beispiel Vorarlberg zeigt sich, was das für ein Erfolgsmodell ist. Dass das ein Bonus war, gerade auch für den Verkehrsverbund, dass es den öffentlichen Verkehr gestärkt hat und vieles mehr. Deswegen arbeiten wir jetzt sehr intensiv an der Finalisierung der Österreichstufe. Sie haben es erwähnt, Österreichstufe nur für alle, also die Dreierstufe heißt, ich kann in Bregenz, bleiben wir bei Bregenz, in den Zug einsteigen, in Salzburg aussteigen, in den Obus in Salzburg einsteigen und muss man kein einziges Mal überlegen, wie komme ich zum Ticket, was brauche ich für ein Ticket, habe ich das Kleingeld für den Automaten, sondern ich habe eine Karte, mit der ich alles nutze. Und für dieses Dreier-Ticket haben wir jetzt 3 Verträge bereits finalisiert. Wir haben mit allen anderen Bundesländern schon Vertragsentwürfe und sind in unterschiedlichen sozusagen Stadien auch der Vertragsverhandlungen. Die nächsten werden im Februar folgen. Und parallel dazu arbeiten wir eben an diesen Bundesländerstufen, an der Einserstufe und an der Zweierstufe. Und auch hier schauen wir, dass wir so rasch wie möglich dann vielleicht auch gestuft, je nach den Voraussetzungen der Bundesländer, weil da gibt es ja unterschiedliche Voraussetzungen. Sie haben es erwähnt, zwischen Vorarlberg und Tirol gibt es andere Voraussetzungen wie zwischen Kärnten und der Steiermark. Und da müssen wir einfach jetzt eine Lösung finden, auf deren Basis wir eine gute Lösung für alle haben, aber auch ermöglicht, dass wir sehr rasch vorankommen. Und nachdem, da arbeiten wir alle mit Hochdruck dran. Nachdem die Bundesländer, die unterzeichnet haben, ausgerechnet jene des Westens sind, Vorarlberg, Tirol und Salzburg, kann man nicht im Umkehrschluss sagen, dass der Osten bremst oder bremst eh niemand? Ich glaube, also davon, da bin ich mir wirklich mit allen Verkehrsreferenten, Referentinnen, mit allen Landeshauptleuten einig, dass das Ticket, also das 1-2-3-Ticket, wirklich ein Projekt ist, das den Menschen in Österreich am Herzen liegt. Auf die Österreich-Stufe, die steht jetzt seit 2006 in Regierungsprogrammen. Also auf die warten die Menschen in Österreich seit 15 Jahren. Und dass wir die jetzt schnell in die Umsetzung bringen, dass wir die weiteren Schritte schnell in die Umsetzung bringen, da sind alle dabei. Aber klar ist, zwischen Vorarlberg, dass er Tarifreform schon hinter sich hat, dass alle die Fragen schon, also viele der Fragen sozusagen im Landesinneren schon gelöst hat und anderen Ländern, die das noch nicht haben, gibt es einfach unterschiedliche Fragestellungen. Und die arbeiten wir jetzt Schritt für Schritt ab. Und da sind alle sehr, sehr konstruktiv dabei. Und ich muss auch wirklich auch die kritischeren Nachfragen bringen ja immer das Projekt weiter. Und das ist im guten Austausch mit allen Bundesländern. Also ich glaube, alle haben das Interesse, so rasch wie möglich dieses Ticket auch auf den Boden zu bringen. Lassen Sie uns noch zur Ökosteuerreform sprechen, auch ein großes Thema im Regierungsprogramm. Wann wird da was konkret sichtbar? Wäre ja erwartbar, dass gegebenenfalls die Autobahnmaut anders gestaltet wird, dass da eher Belastungen oder Entlastungen für Diesel, die es ja nach wie vor gibt, zurückgefahren werden. Wann werden da für die Bürgerinnen, für die Bürger Dinge konkret sichtbar? Also wir haben schon einzelne Schritte aus der Ökosteuerreform umgesetzt, die wir uns im Regierungsprogramm vorgenommen haben. Wir haben die Flugticketabgabe reformiert, wir haben die Reform der NOVA so vorangetrieben, dass wir dort, hinschauen, wo wir gerade das größte Problem haben, nämlich bei den Neuzulassungen von SUVs, die besonders PS-stark, besonders emissionsintensiv sind und die uns in Österreich explodieren in der Zulassungsstatistik. Und die weiteren Schritte werden folgen. Wir haben immer gesagt, wir machen diese Steuerreform schrittweise und bis hin zu einer CO2-Bepreisung für das Jahr 2022. Und ich muss aber einen Begriff aufgreifen, den Sie in der Fragestellung verwendet haben, weil ich glaube, es ist nicht ganz zutreffend, so wie Sie es formuliert haben. Was heißt eine ökosoziale Steuerreform? Die hat immer 2 Seiten. Die hat eine Seite, die heißt, klimaschädliches Verhalten kriegt einen Preis. CO2 kriegt einen Preis. Weil wir brauchen diese ökologische Lenkungswirkung. Wir müssen unser Steuersystem zu einem Hebel machen im Klimaschutz. Das ist nicht die einzige Lösung, aber es ist ein ganz notwendiger Baustein, den wir brauchen, damit uns der Klimaschutz gelingt. Und diese Steuerreform hat immer eine zweite Seite, und das ist die soziale Seite. Wir müssen sie so ausgestalten, dass sie nicht nur ökologisch die Lenkungswirkung hat, sondern dass sie sozial gerecht ist und dass sie wirtschaftlich Sinn macht. Und deswegen gibt es auf der Seite
den einerseits den CO2-Preis und auf der anderen Seite Ausgleichsmechanismen, die unterschiedlich gestaltet sein können, die genau auf diese soziale Tangente und auf die auch regionale Tangente, das wollen wir in Österreich noch ganz intensiv auch mitbeachten, Rücksicht nehmen. Und da sind wir im guten Gespräch und auch im intensiven Austausch, auch auf Experten-Expertinnen-Ebene, auch mit dem Finanzminister, aber da sind wir uns beide einig, wir haben uns einen Zeitplan vorgenommen, Gernot Blümel und ich, und den wollen wir auch halten, eben bis hin zur CO2-Bepreisung 2022. Sie haben ja dort, also zwei Punkte, die ich aufgreifen möchte. Einerseits vielleicht die Flugtickets, die Sie ansprachen. Da ist die Ankündigung da, dass Dumpingpreise bei Flugtickets eingestellt werden sollen. Wie, das ist meinen Informationen nach aus Ihrem Ministerium noch nicht klar. Es gibt ja Abstimmungen auf europäischer Ebene oder europarechtlicher Ebene, wie das Ganze möglich wäre. Und es ist ja auch nicht bekannt, wie viel darf ein Flugticket jetzt mindestens kosten. Können Sie da schon nähere Details dazu geben? Auch hier wieder, warum ist das so ein wichtiger Teil? Wir müssen im Verkehrssystem immer näher daran kommen, dass wir zur Kostenwahrheit kommen. Also, weil irgendwer zahlt ein billiges Ticket immer. Und die das jetzt zahlt, ganz oft, ist unsere Umwelt, das ist unser Klima. Und deswegen schauen wir uns gerade an, auch im Detail, wie können wir sicherstellen, dass der 1,99 Euro Dumpingflug zum Einkaufen in irgendeine andere Stadt, dass das eben nicht mehr die Norm sein kann. Das ist auch ein Projekt, das einige andere Länder in Europa mit einerseits sehr großem Interesse verfolgen, aber auch mit dem Interesse verfolgen, selbst hier auch aktiv zu werden. Wir sind die Ersten, die das jetzt in die Umsetzung bringen und sind ganz intensiv dran, dass auch europarechtskonform, weil das ist natürlich unser aller Anspruch, europarechtskonform umzusetzen, so dass man eben Tickets nicht mehr unter dem Preis von Steuern und Gebühren in Österreich am Ende erhältlich sind. Also das sind im Normalfall rund 40 Euro. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, ist ja bewusst auch der Hinweis aufs Dieselprivileg gewesen, weil dort zahlt der Steuerzahler. Es wird dort eine Steuererleichterung eingeräumt und das betrifft ja auch Schiffsdiesel, Kerosin, generell auch all das, was in den oft auch den SUVs oder den Autos verbrannt wird. Betrifft auch ein bisschen den Tanktourismus, da haben Sie auch Maßnahmen angekündigt. Hat das Dieselprivileg schon ein sehr nahes Ablaufdatum? Sie sprechen es an, auch hier wieder, warum? Ja, warum macht man das? Das Dieselprivileg, wenn Sie am Brenner stehen, dann sehen Sie und spüren Sie und hören Sie und spüren Sie in Ihren Lungen die konkreten Auswirkungen, was es heißt, wenn das Dieselprivileg dazu führt, dass wir einen Umwegtourismus einen Tanktourismus, Umwegfahrten über den Brenner haben und am Brenner jetzt mehr Lkw die Alpen queren, als auf allen anderen Alpenquerungen in Europa gemeinsam. Das heißt, wir haben hier wirklich ein großes Thema, das hier einfach praktische Auswirkungen hat und negative Auswirkungen hat für die Menschen, die an diesen Transitstrecken leben. Nicht nur am Brenner, aber gerade auch am Brenner. Und deswegen war von Anfang an klar, das muss im Rahmen einer CO2-Bepreisung, also in dieser großen Umstellung im Steuersystem, wo es darum geht, Richtung Kostenwahrheit, Richtung eben Bepreisung nach dem CO2-Gehalt auch umzusteuern, dass es hier auch Thema ist und Thema sein muss. Zum Abschluss noch eine Detailfrage, aber für viele, die immer mal wieder Plastikflascherl in der Hand haben, keine unwesentliche Frage. Wie sieht es denn mit den Plänen nach dem Einwegpfand aus? Da gibt es ja Arbeitsgruppen, das haben Sie auch gesagt, da muss man mit ganz vielen Leuten reden, mit den Abfüllern, den Entsorgern, dem Handel, den Sammelsystemen und so weiter. Und Arbeitsgruppe klingt ja in einem Ministerium schon an sich gefährlich. Jetzt sagt aber auch Ihr Koalitionspartner, wenn man mit dem spricht, wir möchten die Sammelquote ohne Pfand erhöhen. Da scheint noch einiges zu tun zu sein. Also ich muss vielleicht kurz das Bild von Ministerien zurückrücken. Also Arbeitsgruppen bei mir im Klimaschutzministerium sind hochproduktiv und sehr intensiv, auch natürlich Wirklich im Arbeitsprozess. Wir haben im letzten Halbjahr uns mit allen Beteiligten, mit allen Stakeholdern, die das Pfand und auch entsprechend die verpflichtende Mehrwegquote betreffen, wir zusammengesetzt, nach Lösungen gesucht. Wir haben auch gestern noch einmal eine Runde Gespräche eingeladen, um jetzt wirklich noch konkrete Lösungsmodelle noch einmal durchzudiskutieren. Denn was
klar ist und was auch aus den Studien, auf Basis derer wir arbeiten, klar ist, ist, wir haben einen weiten Weg zur Erfüllung unserer EU-Ziele. Wir haben zwei Ziele. Wir müssen unsere Recyclingquote mehr als verdoppeln und wir müssen bei der getrennten Sammlung, da stehen wir derzeit im Österreich-Schnitt bei 7 von 10 Flaschen, die wir wirklich getrennt sammeln, auf 9 von 10 Flaschen kommen. Und das schaffen wir nicht ohne Pfand. Und jetzt geht es darum, das wirklich so gut und Österreich, also so gut wie möglich für das Österreichische, die österreichische Realität sozusagen zu konstruieren, zu bauen. Und daran arbeiten wir gerade mit allen Beteiligten. Unabhängig davon, und da sind wir uns auch wieder alle einig, müssen wir die getrennte Sammlung gerade im Plastikbereich verstärken, weil wir werden für die Erhöhung der Recyclingziele und jedes Futzelplastik, Entschuldigung für den wienerischen Ausdruck jetzt zwischendurch, jedes Futzelplastik sammeln müssen, damit wir diese Recyclingziele erreichen. Und das wird in Summe für alle eine große Aufgabe. Und deswegen diskutieren wir natürlich auch mit allen, wie wir es am besten erreichen. Jetzt ist ja immer die spannendste Frage daran, die wollte uns im Vorfeld auch in Ihrem Ministerium niemand beantworten, die nach dem Zeitrahmen. Gibt es da Dinge, die Sie sich vorgenommen haben? Also ich glaube, Sie haben es ja vorher angesprochen, ich komme aus der Zivilgesellschaft ursprünglich, bin jetzt schon über ein Jahr in der Politik, aber eines ist mir sicher erhalten geblieben, auch aus der zivilgesellschaftlichen Arbeit. Mir kann es nie schnell genug gehen, aber wir arbeiten, wie gesagt, wir haben gerade gestern noch einmal eine Runde eingeladen mit allen Beteiligten, machen hier noch eben Gesprächsrunden, um letzte Details zu klären. Und dann haben wir, glaube ich, ein gutes Modell zum Vorstellen auch für Österreich. Und dann soll die Entscheidung zeitnah fallen. Das heißt, es könnte im ersten Halbjahr noch so weit sein, wenn ich das richtig interpretiere. Wie gesagt, mir kann es nicht schnell genug gehen. Gut, dann sind wir auch schon jetzt am Ende dieses Interviews angelangt. Frau Ministerin, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Danke, dass Sie zu Besuch waren bei Vorarlberg Live. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und das war es auch schon für den heutigen Donnerstag. Wir freuen uns, wenn Sie morgen um 17 Uhr wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen feinen Abend.